Ja, meine verehrten Damen und Herren, liebe Pfarrgemeinderäte, Kirchengemeinderäte, Verwaltungsräte, Pfarreienräte, vielleicht auch Dekanatsräte. Ich freue mich, heute Abend hier nochmal an die wunderschöne Mosel gekommen zu sein, um mit Ihnen gemeinsam auf das zu schauen, was in der Zukunft die Pfarrei der Zukunft ausmacht, beziehungsweise was die Rahmenbedingungen und auch ein Stück weit das innere Skelett der Pfarrei in der Zukunft sein will. Der Weihbischof hat eben schon den großen Bogen geschlagen von der Synode hin zu dem, was jetzt dann ab 1. Januar 2020 in 15 Pfarreien der Zukunft und dann bei Ihnen dann auch am 1. Januar 2021, spätestens 2022, dann umgesetzt werden soll. Ich möchte hier nochmal ausdrücklich betonen, die Synode hat uns sozusagen eine Vision gegeben, hat versucht, inhaltliche Rahmen und Eckdaten zu setzen mit den Perspektivwechseln, mit der missionarisch-diakonischen Ausrichtung und mit den damit verbundenen Haltungen. Was wir seitdem gemacht haben, ist nicht, dass wir das vergessen hätten, sondern wir haben auf dieser Grundlage versucht, in Teilprozessgruppen das Bistum in verschiedene Räume zu gliedern und dann eben jetzt auch Strukturen, tragende Strukturen aufzubauen, die dann helfen sollen, diese Perspektivwechsel, diese missionarisch-diakonische Ausrichtung noch einmal deutlicher Wirklichkeit werden zu lassen und auch lebendig werden zu lassen in den neuen Pfarreien. Das sei mir als erste Vorbemerkung erlaubt. Es mag jetzt sein, dass Sie sehr viel über Strukturen hören, aber bitte haben Sie im Hinterkopf dabei immer auch, diese Strukturen sollen helfen, die Ergebnisse der Synode zu verwirklichen und zu verlebendigen. Zweite Vorbemerkung, diese Strukturen sind naturgemäß sehr allgemein gehalten, weil sie ja für das ganze Bistum gelten sollen. Und das heißt auch, dass sie sowohl für den Westerwald wie für das Saarland, für die Eifel wie für den Hunsrück gelten, dass sie für Großstädte wie Koblenz, Trier und Saarbrücken ebenso gelten wie für die Mittelzentren, aber eben auch die ländlichen Gebiete. Dass sie für Gebiete gelten, die noch sehr stark volkskirchlich geprägt sind, ebenso wie Gebiete im Hunsrück, die doch sehr stark auch von Diaspora geprägt sind. Sie sollten, wenn Sie jetzt meine Ausführungen hören, immer auch Ihre konkrete Situation vor Ort im Auge, im Hinterkopf haben und versuchen, das sozusagen auch nochmal anzuwenden auf Ihre Situation. Ich denke, dass sich daraus auch die ein oder andere Frage noch einmal ergibt, die wir dann im Nachhinein besprechen können. Schließlich eine dritte Vorbemerkung. Das, was ich Ihnen vorstelle, hat noch durchaus den Charakter der Vorläufigkeit. Ja, wir werden nicht hinter die Synode zurückgehen und die Perspektivwechsel. Wir werden diese Richtung, diesen Weg weiter einbehalten. Aber es gibt sicher den ein oder anderen Punkt, der Ihnen kritisch auffallen wird. Und im Rahmen der Anhörung möchten wir genau auch diese kritischen Stimmen noch einmal hören. Der Bischof sagt ausdrücklich, das Anhörungsverfahren ist für ihn nicht nur rechtlich verbindend und damit eine gewisse Formsache, sondern er möchte die Inhalte, die dabei rauskommen, sehr ernst nehmen. Er möchte Ihre Stellungnahmen, Ihre Stimme hören, lesen und dann eben dann auch gemeinsam mit der Bistumsleitung und den Diözesanräten nochmal schauen, welche Konsequenzen ziehen wir daraus. Wo müssen wir noch etwas im Konkreten, in den Strukturen verändern, sodass es auch zu Ihnen, zu den Menschen im Bistum, für die die Kirche da sein will, passt. Ich möchte meine Ausführungen in vier Themenblöcke gliedern. Der erste Themenblock wird über die Orte von Kirche gehen, der zweite Themenblock auf die Gremien. Werde ich auf die Gremien eingehen. Im dritten Thema werde ich dann etwas über die Vermögens- und Verwaltungsfragen sagen
Und schließlich möchte ich Sie noch ein wenig hinführen auf das, was auf Sie zukommt in der Anhörungsphase.